Was eine Küchenwaage mit Acrylfarben zu tun hat, das werdest du in diesem Video erfahren. Und am Ende erwartet dich noch ein Bonustipp von mir. Also dranbleiben, es geht gleich los. Fasziniert auch die Technik Puring und deine Rezeptur stimmt noch gar nicht. Ich empfehle dir, nimm die Waage und wiege deine Farben. Genau das habe ich am Anfang gemacht und hier meine Grundrezeptur, wo du mit ersten Versuch die richtige Farbe kreierst und weißt, okay, so sollte die Konsistenz sein. Immer gibt es dieses Vergleich bei Puring so wie warme. Honig muss die Farbe fließen und das wirst du mit dieser Rezeptur erreichen. Dafür brauchst du eine Waage, ein Holzstäbchen, die Farben zu mischen und einen Becher oder einen Behälter, wo du deine Farben mischst. Natürlich Puringmittel und Farbe und noch dazu Tiefgrund. Meine Rezeptur findest du in der Beschreibung, sonst habe ich auch PDF-Datei für dich vorbereitet, wo du das alles findest. Und wie geht man mit Waage um, das wissen wir alle. Anmachen und auf 0 warten, dann den Becher stellen. Und wenn wir den Becher stellen, dann kommt das die Gewicht vom Becher. Und das ist bei mir jetzt 3 Gramm. Natürlich, wenn der Becher 5 Gramm wiegt, das haben wir ein Problem. Deswegen danach auf die Tare drücken. Es muss mit der Tare 0 sein. Und dann fangen wir an. Meine Grundrezeptur ist, ich mache das auf 100% sozusagen. Das ist einfacher auf 100 Gramm. Ich nehme von meinem Puring-Medium und wie gesagt, jedes Puring-Medium reagiert auch anders, deswegen diese Grundrezeptur ist gültig nur mit diesem Puring-Medium, ja? Mit anderen könnte das ein bisschen anders sein. Und wir brauchen 50 Gramm von Puring-Medium, ja? Dass man da so ein bisschen wirklich abwiegt. Ja, das ist bei mir 50-24, wie gesagt, das ist 0,3 und 5 spielt keine Rolle, aber 3-4 Gramm können schon eine Rolle spielen. Ich nehme immer zuerst Puring, dann nehme ich meine Farbe, 40 Gramm von der Farbe gleich rein in den Becher und die Farbe fließt schon. Ich liebe diese Farben, zum Beispiel Metallic-Farben. Es gibt auch verschiedene goldene Farben. Ich mache das jetzt am Beispiel so von diesen Farben. Ja? Und dann haben wir jetzt 40. Das ist jetzt hier, bin ich auch ein bisschen über die Linie. Dann würde ich das einfach so ein bisschen 1 Gramm von Farbe mit Stäbchen rein, raus. Dann habe ich das, das ist so wirklich ein paar Gramm rausholen. Ja? Dass wir wirklich nicht mehr als 1 Gramm rüber sind. Wichtig, ja? Klingt vielleicht erstmal für dich so ein bisschen interessant, aber wichtig. Jetzt haben wir unsere 90 Gramm, bei mir war das 90, 96 auf der Waage. Und dann fangen wir das an zu mischen. Man sollte das nicht zu hektisch mischen. Manche vergleichen das wie Meditation, das eher so ein bisschen langsam mischen. Ja? Bis die Farbe sich nach deinem Gefühl vollständig mit Medium gemischt hat. Ja, du werdest das merken. Ja? Und wie gesagt, verschiedene Farben reagieren unterschiedlich. Es geht in diesem Video um die Grundrezeptur. Und bei manchen Farben braucht man noch Tiefgrund dazu, wenn die Farbe noch nicht fließt, bei manchen nicht. Deswegen einfach merken 50 zu 40 zu 10. Und schaut mal, jetzt habe ich das Ganze durchgemischt und diese Farbe ist einfach perfekt für Puring ohne Zugabe von Tiefgrund. Und schauen Sie mal, das ist das, was wir in Puring wollen. Farbe nehmen nach oben und die Farbe sollte fließen, nicht tropfen, fließen. Jetzt habt ihr gesehen, dass mit dieser goldenen Farbe das fantastisch funktioniert hat, ja? Aber so einfach ist der Puringfeld nicht. Deswegen sagen manche 50 Versuche. Jetzt habe ich für euch was vorbereitet. Das ist die grüne Farbe, die gleiche Mischverhältnis,
50-40. Und hier seht ihr, wenn ich die Farbe nehme, sie fließt, aber am Anfang hat sie so wie Klupfen, ja? Und dann fängt sie dann zu tropfen, ja? Das ist so, am Anfang ist das wirklich, ich mache das nochmal Vergleich, Klumpen, dann fließen. Und schauen Sie mal nochmal hier, gleich fließen, ja? Das ist perfekt. Hier war die Farbe zu dick. Dafür brauchen wir Tiefgrün und wieder unsere Waage, ja? Und von der Tiefgrün ist das Maximum 10% braucht man. Das heißt in unserem Fall 10 Gramm. Dann stelle ich meinen Becher dann wieder drauf, mache ich auch wieder auf 0. Und ich habe das in kleine Becher umgefüllt, damit ich ein bisschen gezielter arbeite. Und man sollte nicht gleich die ganze 10 Gramm reinpacken, sondern mit kleinen Schluckchen, ja. Ich sage so, erstmal mache ich jetzt so 2 Gramm rein, so, und fange dann an zu mischen und gucke, wie meine Farbe reagiert. Weil manche Farbe braucht nur 2%, manche braucht die ganze 10%, ja. Das werdet ihr auch rausfinden. Und dann die Farbe wieder so gleich mischen und versuchen das, wie gesagt, nicht so schnell, hektisch, weil wenn wir schnell und hektisch das mischen, entstehen sehr viele Blasen und die brauchen wir bei Puring nicht unbedingt, die sind halt nicht erwünscht, ja. Und dann werdet ihr merken, okay, ich habe das gemischt und dann nehme ich wieder, dann mache ich wieder diese Test und es seht ihr noch, das ist noch nicht so flüssig wie der andere, der hat noch der fließt unregelmäßig, das heißt, das ist noch zu wenig. Und dann stellt er das wieder auf die Waage und wieder so schluckenweise noch ein paar Gramm dazu geben und dann wieder mischen. Jetzt mit Zugabe von Tiefgrün habe ich die richtige Konsistenz von grüner Farbe erreicht. Und das hat wirklich in diesem Fall 10% von Tiefgrün gebraucht, ja. Das heißt, bei der grünen Farbe haben wir die Rezeptur 50-40, 10, bei Gold sind wir bei 50-40 geblieben. Und jetzt ein Bonustipp von mir, wenn du das nicht so jede Farbe wiegen willst und dann die kleine Menge vorbereiten willst, dann nimm einfach große Waage. Große Becher, misch die gewünschte Farbe so wie viel Menge du brauchst und da gibt es tolle Flaschen, wo du das abfüllen kannst und dann direkt aus der Flasche puren kannst, immer wieder Flasche zu und dann hast du deine fertige Farbe da. Und es ist noch ein kleines Tipp von dir, wenn du Farben mischst, dann siehst du da rein, dann entstehen die Bläschen. Das heißt, nach dem Farbenmischen klopfe deine Becher einfach so ein paar Mal runter, dann werden die Bläschen weg und so kannst du dann mit Puren anfangen. Und eine kleine Frage an dich, benutzt du die Waage bei Farbenmischen oder machst du das schon mit dem Marker nach Augenmaß? Das würde mich interessieren und wenn dieses Video für dich hilfreich war, dann like das, abonniere mich und bis zum nächsten Mal, deine Rupina.